Ja, meine Damen und Herren, Neues aus der englischen Welt. Nein, das ist nicht die englische Welt. Es können vielleicht irgendwelche Leute Englisch in dieser Welt. Das kann sein, aber vielleicht ist es auch Englisch. Es kann sein. Hier gibt es eine Greece.com. Keep talking Greece.com. Natürlich, das ist das Griechisch, aber warum Englisch? Naja, da wird eben auch ein bisschen in Englisch gemacht. Das macht da nun mal nichts. Aber das ist hier schon alles über ein Jahr alt, ne? Ja, vom 15. März 2018. Ja, 15 March 2018. Ja, und nun lassen wir da mal vorlesen. Ja, dafür einmal Ton ab, bitte. Also, das geht doch. Ja, so lesen Sie uns das da mal vor. Ja, ja, das kann ich machen. Here is a picture. Very ugly build from Mr. President. Ja, Mr. President. But here the president is Erdogan. Mr. President. Mr. President. Ja, Erdogan tells talks here in quotes. Ja, in quotes. Here. Let's be ready for a third world war. Ja. Das ist irgendwie, I don't know. Ja, establishment of US military bases in Syria is directed against Russia and can serve as a reason for the outbreak of World War III. Turkish President Recep Tayyip Erdogan said. Turkish media reported on March 15. Erdogan said that Turkey should be ready for any development. Ah, that's what he said. Really? Gut. Ja, also Sie sagen, das haben Sie jetzt hier in Englisch vorgelesen, der Erdogan bereitet sein Volk auf den Dritten Weltkrieg vor. Und das macht er schon seit einem Jahr. So, und in der Türkei erwartet man jetzt den Dritten Weltkrieg, ja, nach diesen Informationen. Ja, es dürfte so sein, sie rasen da alle völlig irre rum und glauben, jetzt kommt der Dritte Weltkrieg. Ne? Das sind ja völlig verzweifelt, diese Menschen da. Das muss man sich doch mal vorstellen, ne? Wie verzweifelt die sein müssen. Ne? Und das müssen wir, wie können wir sie jetzt aus ihrer Angst erlösen? Das wissen wir jetzt auch nicht mehr, ja. Müssen wir sagen, Erdogan, hörst du auf, das zu sagen, oder, ja, aber das brauchen wir doch nicht. In unseren Welten, da wird doch das auch immer gesagt. Ja, da hat doch der Gorbatschow, ich erinnere mich, der Gorbatschow hat auch gesagt, es kommt ein dritter Weltkrieg. Gorbatschow, ja. Ja, also das ist ja der Vorgänger von ihm oder andere aus der russischen Welt. Ja, Shevardnadze hat es auch gesagt, wir wissen das ja alles, wer schon gesagt hat. Ne? Es gibt so viele, die es gesagt haben. Ja, immer wieder kommt der dritte Weltkrieg. Ja, kann ich mich letztens daran erinnern, auch Trump hat es gesagt. Oder ein Mann aus Nordkorea, es sind immer die gleichen. Und man stelle es sich vor, es sind, auch er sagt hier, ja, ich hab's, man sag's nochmal, der Papst hat's auch gesagt, ja. Und ein andere Religiöse da, irgendwas da aus Israel, da in Netanyahu, es kommt der dritte Weltkrieg. Sie glauben alle an diesen dritten Weltkrieg. Wir leben in einer Welt, die vollkommen irre geworden ist. So ist doch das, ja, mit der ganzen Propaganda, was die den ganzen Tag erzählen. Ich bin Präsident und ich, das gehört in mein Text irgendwo, da muss ich das da reinschreiben oder aussprechen. Es kommt der dritte Weltkrieg. Und ich bin ja auch ein normaler Bürger und ich sage das auch. Ja, ich sage, macht euch jetzt alle bereit, jetzt ist es soweit. Nur mir würde es keiner glauben. Und wenn es mir keiner glaubt, muss man das auch nicht in anderen glauben. Das ist doch totaler Unsinn alles, ja. Ihr hättet wohl die Fäden dafür in der Hand. Was der Mann sagt, macht keiner. Ja, wir haben hier nur noch so eine Führer und es ist auch gut so, dass niemand diesen Führern folgt. Ja, bitte tun Sie nicht, was ich sage. Ja, lassen Sie das sein. Wenn ich eine finstere Meinung habe, bitte hören Sie auf damit. Ja, das ist doch alles Unsinn. Machen Sie da Ihre eigene Sache und glauben Sie an überhaupt keinen Quatsch dieserlei Dinge. Ja, soll ich das noch mal vorlesen hier? Oh, das macht mich völlig fuchsig. Der Mann, der stürzt sein Volk in den dritten Weltkrieg. Na, sowas aber auch. Ja, Erdogan ist ein angeblich guter Politiker. Er ist ein Demagoge. So nennt man doch solche Leute auch. So ist es doch. Ja, Demagogie vom Feinsten. Ne? Vom Allerfeinsten, kann ich dann nur sagen. Ne? Das ist es doch, ja? Mr. Erdogan. Ne? You are a fucking asshole. I tell you it in English. The imperial language. The leader language from the world. You an asshole.
Ja, jetzt haben Sie das gesagt. Sie haben Ihnen das in der Führersprache der Nationen gesagt, ja. Also, das, wenn ihr das in Englisch hört, dann erst da wird der horcht er richtig auf. Ja, das bin ich auch der Meinung, weil er ist ja total hörig, dem Englisch. Das ist er auch noch geworden. Absolut hörig, ja. Er kritisiert andere mehr als wie die englische Welt. Das hat er auch immer drauf, dieser kleine Widerling. Kleiner Arschkriecher ist er, ja. Ein Arschkriecher, durch und durch. Ein Arschkriecher für die englische Welt. Ja. Damit die weiter die Weltgeschichte schreiben können. Der hilft, er arbeitet denen zu. Dieser Vollidiot, er vollkommen verblödet ist der. Ja, das ist er wirklich. Er ist vollkommen verblödet. Ja, so ist es nun einmal. Ja, dann haben wir das gehabt. Belassen wir das da mal. Ja, das war's dann mal hier, unsere Berliner Ecke. Ja, Erdogan auch ein bisschen verblödet. So etwas kommt vor. Sowas gab es noch nie. Glauben Sie alles, glauben Sie überhaupt nichts. So ist es nun einmal. Ihre Berliner Ecke, Ihr Sprachfunk.